Meine Tipps für das perfekte Dirndl. Nummer 1. Ich finde es super wichtig, dass das unten drunter stimmt, sprich der Dirndl-BH. Je nach Format, je nach Größe muss die Trägerin aufpassen, dass einfach der Dirndl-BH super sitzt. Nummer 2. Ganz, ganz wichtig ist die Passform von dem Dirndl. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn es schlackert, wenn es zu sehr spannt, wenn es zu lang ist, ich meine, hier in der Oberkörperlänge zu langes Falten wirft. Passform ist das A und O. Die Schürze kann man jetzt nicht genau sagen, da gibt es keine Faustregeln dafür. Je nach Gusto, wie er es mag. Der eine mag es schlichter, der andere mag es glänzender. Die Schürze muss zum Dirndl zur Länge passen. Ich kriege schon die Krise, wenn ich auf der Wiesn Schürzen sehe, die 10 cm länger sind als das Kleid. Das ist ein absolutes No-Go. Die Dirndlschürze sollte auf alle Fälle ca. 3 bis 4 cm kürzer sein als das Kleid. Die Schuhe sind auch super wichtig. Ballerinas, ich liebe sie selber sehr. Schön in der Freizeit, schön zu einer Jeans, aber zu einem Dirndl gehört einfach ein Schuh mit einem bisschen einen Absatz. Alle, die jetzt schreien, oh Gott, ich kann nicht laufen, Mädels, beißt die Zähne zusammen, High Heels, für die paar Tage auf der Wiesn müssen wir einfach stark sein, da müssen wir uns durchkämpfen. Was ich auch super finde, ist das darüber. Oftmals sehe ich irgendwelche Ponchos, verhüllte Frauen mit tollem Dekolleté, die sich dann in großen, großen Schals und Tüchern einhüllen, finde ich, geht gar nicht. Oder Jeansjacke zum Dirndl, auch ein absolutes No-Go. Wir haben hier so kleine Strickjäckchen, die ein bisschen tailliert sind, passen schick, gibt es in allen Farben, sieht süß aus, ist ein bisschen schmal geschnitten. Wenn es die Möglichkeit gibt, dass man das perfekt machen kann, finde ich, sollte man das auch tun. Die Accessoires sind auch unheimlich wichtig. Ich finde, die sollten einfach farblich passen, sollten aber das Kleid nicht überrollen. Es soll irgendwie in einer Feinabstimmung sein, dass man einfach entweder wie jetzt hier auf der Puppe ein kleines Kettchen am Hals trägt, die Ohrringe dazu passend, oder man trägt ganz bewusst Statementketten, die einfach opulent sind, die das Ganze dann noch so ein bisschen unterstützen. Was ich auch süß finde, das sind diese kleinen, nennen sich bei mir die Bijolinis, die werden hier vorne am Dekolleté eingehakt. Und das ist einfach nochmal ein süßer Blickfang, wenn da vorne so ein bisschen was dranhängt. Einfach so ein bisschen verspielt. Zum Thema Schuhe fällt mir noch ein. Ich habe es gerne, wenn meine Handtasche ein bisschen größer ist, weil in dieser Handtasche werden sich später meine Ballerinas auf den Heimweg freuen. Die werden nämlich dann rausgezogen, wenn meine Füße nach dem Tanzen total kaputt sind und ich dann schön mit den Ballerinas zum Taxi dackel. Das Thema Schleife wird ja auch immer wieder nachgefragt. Rechts tragen die Frauen die Schleife, wenn sie verheiratet sind. Links wird die Schleife getragen für die Singles. Vorne in der Mitte die Schleife offen für alles. Und hinten wird die Schleife getragen, soll signalisieren, ich bin eine Witwe oder eine Bedienung. Das Thema Kopfbedeckung spielt auch immer eine große Rolle. Da ist natürlich das Angebot auch etwas breit gefächert. Der Hut ist immer noch Trend, nach wie vor. Oder eben der Blütenkranz, sieht man ja ganz häufig jetzt auch in der Presse. Kleiner, dezenter Blütenkranz oder eben diese großen, opulenten Kränze. Ich glaube, das muss jede Trägerin für sich entscheiden. Wichtig zum passenden Dirndl ist auch einfach die Frisur. Ich persönlich bin ein großer Fan von Hufsteckfrisuren zum Dirndl, weil es einfach praktisch ist, wenn du im Zelt am Tanzen bist. Es ist warm, es ist heiß, die Haare sind einfach aufgeräumt, es sieht schön aus. Es gibt so viele Möglichkeiten, entweder den Dutt oder Zöpfe, Fischgrätzöpfe etc. Auch dann süß, wenn dann so vereinzelte Blüten drin sind. Also ich habe meine Termine schon gemacht beim Friseur und werde also dieses Jahr schön mit hochgesteckten Haaren aufgeräumt auf der Wiesn sein. Und was mir auch noch total wichtig ist, ich finde, die Wiesn ist einfach das Fest der Freude. Ich freue mich das ganze Jahr drauf, dass es endlich losgeht. Und die Laune, die gute Laune, die Ausstrahlung, finde ich, spielt einfach eine Riesenrolle. Wenn man gut gelaunt ist, man zieht sich sein Dirndl an, man ist gestylt, man freut sich. Es ist ein toller Abend, man ist mit super Freunden zusammen, es wird spaßig, es wird lustig. Ich finde, das ist einfach das Lächeln, die Ausstrahlung, die Vorfreude, das ist einfach super wichtig. Das waren jetzt so meine 10 Regeln zum Dirndl. Ich bin die Petzi Schmidt-Grabsch, ich bin die Designerin von Gewaider Trachtenkultur. Ich selber bin Urbayerin, hat man vielleicht jetzt nicht so gehört. Urbayerin und ganz, ganz große Wiesengängerin. Ich wünsche euch eine glückliche, friedliche, lustige Wiesn. Tschüss! Ja, das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie immer, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Fragen, Feedback, Wünsche gerne in die Kommentare und folgt uns bei Facebook, Twitter, Instagram und natürlich abonniert uns. Hier
Hier einfach auf den Button klicken, damit wir auch in Zukunft tolle Videos für euch machen können.